Hier ist Peter. Peter ist 46. Guten Morgen. Ja, hallo, so mein Name ist Klaus. Peter hier. Hallo Peter. Zum Thema Schweigen. Ja, und zwar, ich habe vor 5 Wochen meine eigene Cousine geschlafen, wo ich eine Beziehung habe. Mit der du eine Beziehung hast? Nein, ich habe eine Beziehung und... Ach so, obwohl du eine Beziehung hast. Ja, und meine Cousine war, ja, meine Freundin war im Seminar und... Cousine ersten Grades? Ja. Mhm. Und das macht alles noch schlimmer, weil ich habe das noch nie gemacht, weil ich immer, wenn ich Beziehung hatte, nie irgendwie fremdgegangen bin, weil ich habe es einfach nie gemacht und konnte es halt auch nie verantworten. Wie alt ist die Cousine? 32. Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin, mit deiner Partnerin zusammen? 2 Jahre. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit deiner Cousine geschlafen hast? Also sie ist mit ihrem Auto gekommen, sie wohnt in Köln und ich stand dann vor der Tür, wollte mit ihr reden und dann war es zu spät und habe ich gesagt, sie soll dann im Schlafzimmer schlafen. Ich habe auf der Couch geschlafen und ja, ich ging mir auf Toilette, auf einmal stand sie dann nackig vor mir und ich wusste, sie hatte mich zwar immer vorher angeguckt und ich habe das aber als Cousin, Cousine so gedeutet und und dann ist es halt passiert und jetzt... Wie war denn euer Verhältnis vorher? Ist das ein langes verwandtschaftliches Verhältnis oder kanntet ihr euch früher nicht und habt euch später erst kennengelernt? Nein, sie hat also immer mit mir geredet, wenn sie Probleme hatte oder so und ich hatte auch immer ein offenes Ohr gehabt und scheinbar hat sie bei ihrem Mann das nicht machen können. Sie lebt auch jetzt mittlerweile auch getrennt und hat auch 2 Kinder und ich habe immer zugehört. Und aber als das passiert ist, als das für 5 Wochen passiert ist, da war sie mit ihrem Mann noch zusammen? Nein. Nee. Nein. Das wäre noch schlimm, wenn ich der Grund noch dafür wäre. Aber ich bin jetzt quasi zum Schweigen verdonnert. Normalerweise bin ich ein Mensch, der, wenn ich sowas mache, dann muss ich auch mit die Konsequenzen rechnen. Aber jetzt bin ich doppelt zum Schweigen verdonnert. Einmal gegenüber der Familie und zweitens gegenüber meiner Freundin, weil sie sofort gehen würde. Da brauche ich mir gar nichts vorzumachen. Das ist auch eine logische Konsequenz, wenn das nicht meine Cousine wäre. Hätte ich ihr das gesagt, weil ich diesen Druck gar nicht mehr aushalten könnte. Und jetzt muss ich den Druck erstmal aushalten. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das schaffe. Sie stand nackig vor dir, vor deinem Bett, vor deiner Couch? Nein, ich war auf Toilette gewesen. Kam dann raus und die Tür war auf und stand sie vor mir und ja, dann. Ja. Hast du mitgemacht? Ja. Und du warst nicht betrunken? Nein. Nein. Also das wäre ja noch die letzte Ausrede, dann noch zu verstecken. Ich habe es gerade nicht richtig mitbekommen. Deine Partnerin war die ganze Nacht weg? Ja, sie war am Seminar gewesen. Ach so. Wie war denn dann die Stimmung zwischen dir und deiner Cousine am anderen Morgen? Ja, ich habe sie dann irgendwie durch einen anderen Vorwand nach Hause geschickt. Habt ihr darüber geredet, was passiert ist? Ja. Und? Sie hat mich gefragt, ob ich das bereuen würde. Und um meine Ruhe zu haben, habe ich gesagt, nein. Ach, du hast da auch noch Nein gesagt? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Bereut sie es denn? Nein. Nein. Sie ruft mich ständig an und dass es also nicht bereut und dass es wunderbar war für sie, für mich etwas weniger. Hast du denn das schon, ich meine, wenn ihr Cousine und Cousin, wie du es jetzt bei dir geschildert hast, ihr kennt euch das ganze Leben dann schon. Ja. Hast du denn in den letzten Zeiten zumindest mal gewittert, dass bei ihr auch noch ein anderes Interesse als denn ein rein freundschaftlich-verwandtschaftliches Verhältnis da ist? Sicherlich habe ich sowas gemerkt, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ne? Weil Cousin, Cousine, das hätte auch ein platonisch sein können. Aber wieso bist du immer so angeguckt und im Nachhinein hat sie mir auch immer gesagt, wenn ich dann da stehe und im Trainingsanzug und beziehungsweise im freien Oberkörper und das hat sie mir also nachher alles gedacht, wo ich mir also nie bei was gedacht habe. Mhm. Ich habe mir natürlich auch nicht gedacht. Jetzt hast du gerade gesagt, du, habe ich das richtig verstanden, wenn es eine fremde Frau wäre, würdest du das deiner Freundin beichten? Das ist für mich dann die logische Konsequenz, ja. Aber weil es deine Cousine ist, beichtest du es nicht? Ja. Warum? Weil das wiederum auch die Familie rauskriegen würde und Ach so.
das wäre eine doppelte Sache, die ich gleich gar nicht schaffen würde. Also ich weiß nicht. Wenn ich schon dran denke, dann wäre es mir schon übel. Das Ganze ist 5 Wochen her. Ja. Seitdem gibt es immer wieder auch Kontakt zwischen dir und der Cousine. Ja. Also telefonisch. Mhm. Oder auch persönlich. Nein, telefonisch. Und du hast in diesen 5 Wochen nicht einmal gesagt, dass du das bereust? Nein. Was ist denn mit dir los? Ja, ich weiß nicht. Du bist ein Kerl von 46. Ja, ich denke dann, wenn ich das sage, dass sie dann vielleicht eingeschnappt ist und halt zu anderen Mitteln greift. Zum Beispiel meine Freunde anzurufen oder halt die ganze Bombe aufgeschrieben ist. Ja. Und deswegen traue ich mir jetzt, was heißt traue ich? Ich will zwar sagen, aber befürchte dann, dass sie wirklich die Bombe platzt und dann... Ja, okay. Ich habe mein Gesicht verlieren. Okay, das ist mir jetzt alles eine Nummer zu jammerig, was du mir da erzählst. Du hast richtig Scheiße gebaut. Aber, ja, ne? So. Wohl wahr, ja. Ja, und ziehst seit 5 Wochen ein falsches Verhalten durch. Du musst auch zu dem, was du da gemacht hast, stehen. Wenn du das weiter jetzt einfach irgendwie so laufen lässt, verfranst du dich immer mehr. Und es wird irgendwann so. Und über kurz oder lang. Zu einem großen Knall kommen. Du willst du denn die Cousine nicht? Nein. Nein, du willst sie nicht. So habe ich es auch verstanden. Ja. Also du bist ja in keinerlei Weise interessiert an einer Beziehung. Nein. Überhaupt nicht. Das war eine reine Sexgeschichte und das musst du auch nicht nochmal haben. Nein. Nein. Die Beziehung zu deiner Freundin, mit der du 2 Jahre zusammen bist, ist das eigentlich eine gute Beziehung? Ja. Eine innige Beziehung? Ja. Mhm. Also eine sehr gute Beziehung sogar, aber das wird sie nicht überstehen. Und deswegen bin ich an sich auch, wie gesagt, kein Typ, der jammert und dies und jenes. Und ich gebe dir auch vollkommen recht und sage, ich habe den Fehler gemacht und jetzt muss ich auch mit den Konsequenzen leben, muss klar Schiff machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe auch nicht angerufen, um zu jammern, nur ich denke mir, dass ich... Ich weiß nicht, Peter, lass uns gemeinsam drüber reden. Ich weiß nicht, ob hier Schweigen das Kluge ist. Hm. Wenn du deiner Cousine jetzt Klartisch machst mit der und du Angst hast, dass die Bombe platzen lässt und von ihr aus das lanciert wird an deine Freundin, finde ich das noch eine Nummer schlimmer und krasser, als wenn du in die Offensive gehst und wirklich dann beichtest und sagst, es ist so passiert. Ja, ich. In dem Moment, wo du auch nur ansatzweise denkst, dass sie das ans Tageslicht bringt, die Cousine, bleibt dir eigentlich, finde ich, gar nichts anderes übrig, als zu sprechen. Und all die Konsequenzen zu tragen, die dann daraus folgen. Das ist die Inkonsequenz, ja. Die Frage ist nur, wann ich das mache. Das weiß ich nicht. Du kannst die ja besser einschätzen. Ja, ich leid, deswegen rufe ich an, weil ich normalerweise immer. Bis ich die gebacken bekomme, bis ich dann du wirst mit Mut oder nicht Mut nichts zu tun, sondern halt das hat schon mit Mut zu tun. Ja, okay. Auch, aber wenn das jetzt nicht, wie gesagt, ich hätte sofort schon gesagt, also ich verstehe das. Ich bin Gegner davon, wenn einer eine Beziehung führt, dass er so fremd geht oder so. Ja. Ich sowas hasse, ich verbiete die fest und dann passiert mir sowas selber und dann auch mit familiären Aspekten. Das Dilemma ist mir klar. Interessant wird für dich sein, wenn du der Cousine klar sagst, pass mal auf, Mädchen, ich will von dir gar nichts. Ich will mit dir keine Beziehung haben, ich will mit dir nie wieder Sex haben und ich bereue, dass das passiert ist. Diese klaren Worte musst du ihr sagen. So, wie sie dann reagiert. Mhm. Das ist absolut. Ja. Und wenn du auch nur ansatzweise die Befürchtung hast, dass sie ganz andere Karten noch zieht... Und hintenrum dich zu erpressen versucht oder deiner Freundin das sagen will, dann musst du den Mund aufmachen. Ja. Dann musst du den Mund aufmachen. Da bleibt. Ja, das ist, wenn man sich selber Schachmatt setzt, da muss man halt auch die Courage haben, dazu zu stehen. Mhm. Das weiß ich. Deswegen, ich weiß auch, dass ich nicht drum rumkomme. Das ist mir auch irgendwo klar. Nur halt, die Frage ist, weil ich mich halt kenne, ist jetzt auch, wie lange ich noch mich reinfresse und ich das dann halt sage. Das ist halt, was du auf keinen Fall mehr machen darfst, ich finde, da musst du sofort handeln. Du musst morgen handeln und musst der Cousine klar sagen, was deine Position ist. Ja.
So, und dann hast du für dich eine Bedenkzeit, wann du und wie und ob du es deiner Freundin sagst. Ja, weil sie jetzt auch nicht so einen Rundumschlag machen, weil sie auch mit der Familie und so, die, naja, ne, Finger zeigen und so auch nicht das will. Aber zumindest wird aber meine Beziehung, da muss ich mir im Klaren drüber sein, ist sowieso schon jetzt in dem Fall gestört von meiner Seite her. Ja. Und es ist einfach unfair, dann meine Freundin was vorzuspielen, ja, in dem Fall, indem ich das, ne, unterdrücke, verschweige, wie auch immer. Ne. Ich glaube, wir sind uns einig, Peter. Ja. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt und du musst, ich finde, dass du handeln musst. Aber das siehst du ja auch so. Ja, ich sehe das auch so. Ich befürchte nur bei mir, so wie ich mich kenne, dass ich also wieder zu lange warte und dann wieder in eine Defensive komme, bevor ich auf der Ratschlag wie eben höre und sagen kann, jetzt muss ich in eine Offensive gehen, muss jetzt. Aber das musst du halt, du halt für dich jetzt klären, ne? Da kann ja kein anderer. Nee, das ist wohl wahr. Mein Lieber. Ich bedanke mich sehr herzlich und mach weiter so. Ne? Dankeschön, Peter. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss.